Es ist Freitagabend, 22 Uhr, bisschen drüber. Ihre NDR Talkshow. Guten Abend, liebe Zuschauer. Und wir starten gleich mit dem besten Fahnder, dem wichtigsten Fahnder der Nachkriegsgeschichte, mit Eduard Zimmermann. Ja, also da muss ich. Da muss ich doch ein bisschen bremsen. Das macht mir sonst zu viel Probleme. Zu viel Probleme. Ja. Ja, also ich höchstens der Zweitbeste. Aber der berühmteste. Da können wir uns doch gut schon einigen. Ne? Ja. Also für mit XY und mit Bauern, Fänger, Schlepper, wie hieß das nochmal genau? Bauern, Vorsicht, Fänger, Falle, Nepper. Jedenfalls diese ganzen Ganoven, die haben ja von ihm ununterbrochen. Was, wie hieß das denn nochmal? Bauern, Schlepper. Ja gut, du musst das wissen. Ja. Nepper, Bauern, Schlepper, Fänger. Also jedenfalls, sie haben die alle in Angst und Schrecken verjagt. Sie waren ja mit ihrem netten, freundlichen Gesicht der Albtraum der Ganoven, ne? Naja, so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Ja. Und haben Sie denn auch richtig was erreicht? Können Sie mal so eine kleine Bilanz ziehen? Ja, sicher. Also ich meine, abgesehen davon, wir haben also rein zahlenmäßig in den 30 Jahren, die ich da gemacht habe, 2700 Fälle behandelt. Und davon sind über 1100 aufgegangen, beziehungsweise die Fragen, die in den Fällen gestellt waren, sind geklärt worden. Mhm. Also sprich, bei Personenfahndung ist es einfach, wo ist der Mensch? Und wenn der dann da ist, dann ist das geklärt. Oder sonst bei den Ermittlungsfällen geht es natürlich um entscheidende Fragen, die dann die Polizei weiterbringen. Also das sind so unsere Kriterien gewesen. Aber beachtlich. Abgesehen davon hat die Sendung natürlich eine ganze Menge anderer positiver Wirkungen gehabt. Sie hat also erstmal für die Opferpartei ergriffen. Sie hat also auch das ganze viel, das Verhalten der Menschen geändert. Denn die hat haben ja sehr viel gelernt, ja, aus den Fällen und so weiter. Also das, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und ich denke, dass ja sehr gut weiterläuft, dass wir auch in Zukunft noch eine ganze Menge damit erreichen. Ich glaube, dass dieses Instrument, diese Kooperation mit der Polizei und mit den Medien, also in dem Fall dem Fernsehen, dem ZDF, dass eine sehr bewährte Kooperation ist. Mhm. Hat sie denn, oder können Sie sich daran erinnern, hat sie einen Fall ganz besonders erschüttert oder geht das dann unter so in der Erinnerung, dass man sagt, es war eigentlich alles schlimm? Ja, also es war natürlich viel schlimm und es ist ja sehr unterschiedlich. Aber mich persönlich hat ein Fall nicht losgelassen. Das war also ein entführtes Mädel, ein Schulmädchen, die mit dem Fahrrad unterwegs war im Wald von einem Täter vom Fahrrad gerissen worden ist, entführt worden ist. Gibt es ja aktuelle Parallelen inzwischen. Und in eine Kiste gesteckt worden ist und in dieser Kiste erstickt ist. Ah, der hatte zwar so eine Anlage da eingebaut, aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Dieses Mädel hat dort drin gesessen und ist erstickt. Und als die Polizei sie gefunden hat, die Kiste, hat sie von oben aufgemacht. Und da haben die Beamten runtergeschaut auf dieses Kind und da hat das Kind so nach oben geschaut. Oh, das erzählen Sie besser. Sie war tot, aber sie hatte die Augen noch offen, weil sie so den Dings hat. Ja. Und ich habe diese Fotos auf dem Schreibtisch gehabt. Also das hat mich bis heute nicht losgelassen. Der Fall ist leider bis heute nicht geklärt worden. Ja. Und das ist also, wenn ich so was einem persönlich am meisten nahegegangen ist, dann ist das vielleicht der Fall. Margarete, du hattest doch auch mal in deiner Sendung so eine Aktion, vermisste Kinder habt ihr da gesucht. Ne? War das damals eben in Anlehnung an Amerika, wo also vermisste Kinder auf Milchtüten, Brötchentüten gesucht werden und wo es in Chicago eine Jugendpolizei gibt, die einzig und allein die Aufgabe hat, eben sofort aktiv zu werden, wenn ein Kind weg ist. Das heißt also, im Moment des Verschwindens, wenn das mitgeteilt wird, werden auch Grenzen regelrecht abgeriegelt und es wird also wie verrückt gesucht. Das hatte in Chicago zur Folge, dass, glaube ich, die letzten 20 Jahre, das war der Stand aus 97,
drei Kinder, also das Verschwinden von drei Kindern nicht mehr aufgeklärt werden konnte, aber alle anderen waren sofort gefunden worden. Und da haben wir uns halt gesagt, aber auch mit Unterstützung der Gewerkschaft der Polizei, wir machen sowas und haben das mit dem damaligen Kinderschutzbund Kistorf gemacht. Das heißt, gibt es heute noch im Internet www.vermisstekinder.de. Und da hatten wir ein Kind, das eben auf der Seite, der Internetseite war in 97. Und das hat dann ein Amerikaner gesehen, der im Internet surfte, hat dieses Kind als Nachbarschaftskind identifiziert, von dem er und seine Frau immer glaubten, dass es sehr unglücklich war. Und das war das Kind, was gesucht wurde. Also die noch mehr als Stecknadel im Heuhaufen. Angesichts dieser Millionen von Websites haben wir da einen Treffer gehabt. Hängt immer mit der Aufmerksamkeit der anderen zusammen, nicht? Man kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle wirklich auch hingucken. Ja, ich denke mal, da ist Internet natürlich ein unglaublich starkes Medium, weil es wirklich weltweit genutzt werden kann. Und es ist leider bei uns noch viel zu wenig klar, wozu es überhaupt insgesamt gut ist. Wir kommen da noch zu. Denken Sie denn so aus Ihrer Sicht, dass das Verbrechen sich geändert hat? Hat die Brutalität zugenommen? Oder haben wir nur das Gefühl, weil wir durch die Medien mehr zu sehen bekommen und weil das irgendwie blutiger und gewalttätiger aussieht? Also die Gewalt und die Gewaltbereitschaft hat eindeutig zugenommen. Abgesehen davon, dass das Verbrechen, die Straftaten auf die längere Sicht, also im Zeitalter von 30 Jahren, wie ich gearbeitet habe, sich verdoppelt und zum Teil verdreifacht hat, hat eben auch die Bereitschaft zur Gewalt eindeutig zugenommen. Sie haben jetzt ganz was Neues gemacht. Frau Schreinemakers hat es gerade noch mal angesprochen. Sie sind exakt am Puls der Zeit. Es gibt nämlich ein Internetportal, das heißt www.e110.de. Es ist ein Sicherheitsportal, nennen Sie das. Da kann man Infos übrigens auch auf der NDR-Homepage dazu bekommen, zu diesem Sicherheitsportal. Und Sie sind dort Berater und Präsentator. Und im Moment, das habe ich gerade gehört, hinter den Kulissen herrscht da bei Ihnen totaler Jubeltaumel, weil in 3 Wochen über 1 Million Zugriffe auf dieses Sicherheitsportal waren. Wie erklären Sie sich dieses große Interesse? Ja, das große Interesse hängt natürlich zunächst einmal mit dem Thema zusammen. Die Kriminalität ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema, das die Menschen umtreibt, kann man sagen. Aber es ist eben auch so, dass ganz spezifische Verhältnisse durch das Internet jetzt aufgekommen sind. Und das zeigt, dass wir da den Punkt getroffen haben. Wenn Sie mal überlegen, wir haben also weltweit im Internet eine ungefähr 200 Millionen User. Wir haben also 800 Millionen, 900 Millionen Websites. Nach Schätzungen von Fachleuten sind von diesen 800 bis 900 Millionen Websites mindestens 1% kriminell relevant, indem also dort nur mit Straftaten gearbeitet wird. Das bedeutet, dass wir 9 bis 10 Millionen Websites haben, auf denen also Betrüger, Erpresser, Kinderschänder und andere Ganoven ihre Fallstricke auslegen. Ja. Das bedeutet, dass wir Geschädigte dort auch haben werden im Milliardenbereich. Ja. Und das ist also einfach eine Sache, wo man also etwas dagegen tun muss. Und nachdem ich mir das klar gemacht habe und wir haben einen jungen Geschäftsführer, ich hatte ja mit Internet überhaupt nichts am Hut bisher. Ja, ich hätte Sie das jetzt auch gleich gefragt, wie denn Ihr Zugang dazu dieser Computerwelt war. Für mich war die Tastatur eines PCs, ein Buch mit 7 Siegeln und so. Aber ich habe also einen jungen Geschäftsführer dort in der Firma und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, was da doch für Möglichkeiten stecken. Mhm. Und da habe ich dann natürlich da auch Blut geleckt. Ja. Und allerdings muss ich da natürlich sagen, hatte ich dann schon also eine menschliche Bewährungsprobe zu bestehen, dieser Kampf mit dem Computer. Ja. Das war unglaublich, was der mit mir alles gemacht hat. Ja. Der Computer hat immer recht. Ich habe Albträume bekommen und ich habe dann gedacht, da sitzt einer drin, denn ich habe den gesehen, der hat gegrinst, wenn ich also wieder irgendwas gemacht habe.
Also. Aber ich muss also das noch vollenden, um mich selbst also auch wirklich zu rehabilitieren. Ich habe ihn besiegt. Ja, das ist ja klar. Sie haben ja mit 72 Jahren Ihre eigene Website. Ich habe ihn besiegt. Ich habe immer noch Schwierigkeiten. Ich muss auch mal noch mal nachfragen und so weiter. Aber da habe ich dann geheim irgendeinen Lehrer, mit dem ich anrufen kann, der sagt mir das und dann der Spickzettel praktisch, wie er früher in der Schule war. Aber da Sie jetzt diesen Zugang gefunden haben, es gibt ja sehr viele Gleichaltrige, die absoluten Horror vor sowas haben. Denken Sie, Sie könnten denen einen Rat geben, also älteren, erfahrenen Menschen, sich diesen neuen Kontakt doch zu erarbeiten? Wie könnte das aussehen? Mut haben und Zuversicht. Und ein Lehrer, der einem immer ein paar Sachen erzählt. Und nicht glauben, dass da einer drin sitzt. Also. Das habe ich gemacht. Den Umweg können Sie denen jetzt schon mal ersparen. Ja. Ne? Also es sitzt keiner drin. Ja. Gut, gibt es denn so, ich habe mir jetzt natürlich mal so eine Homepage von Ihnen angeguckt und habe also eine ganze Vielfalt von Verbrechen gefunden. Setzen Sie da keine Schwerpunkte auf Ihren... Na gut, wir richten, also zunächst einmal fängt es an, dass wir die Aktualität bedienen, dass wir also jeden Tag neu die neuesten Nachrichten aus dem Bereich Kriminalität den Leuten anbieten und zeigen und übermitteln. Und auf diese Weise bekommen die Menschen, die das sich ständig anschauen, auch einen praktischen Überblick über die Kriminalität, einen realistischen. Und das ist enorm nützlich und wichtig, weil sie dadurch wirklich vertrauter sind mit den Gefahren, die da auf sie zukommen können. Sind da auch Lösungsvorschläge? Also sagen Sie zum Beispiel, bieten Sie Expertenadressen an? Also, wir geben viele Tipps, auch persönliche Tipps. Und so weiter. Also es ist sehr, sehr lehrreich. Man sollte es sich anschauen und wie gesagt www.e110.de ist also... Ich habe auch immer diese Punkte vergessen, aber ich glaube, die muss man immer dazu sagen. Sonst gibt's wenn man es später mal macht, dann, das macht man dort. Dann schon auch immer. Kein Punkt. Dort. Dot? Ja. Dot heißt das nicht Punkt? Nein. Dot also muss Punkt man dazu sagen. Aber wieso? Ihr sagt doch auch immer alle www.de. Sagen www.dot. Hast du gesagt? Glauben wir. Du kannst doch gar keinen Computer bedienen. Jedenfalls müssen wir auch noch mal über Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei reden, ehe die mich hier noch mehr in Verlegenheit mit ihren Dots führen. Ich habe ja immer das mal für eine pornografische Darstellerin gehalten dort. Aber jetzt weiß ich, was das ist. Das ist Dotter. Hubertus. Wer ist das, Hubertus? Wir kommen hier irgendwie vom Thema ab. Aber bei der Polizei aber das sind wir schon die mal. Ernsthaftigkeit fehlt denn hier. Den jungen kann Leuten. Überhaupt keinen Computer bedienen. Das wollen wir nur mal gleich aufklären. Der weiß überhaupt nicht, was das ist. Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie verläuft oder wie verlief Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei? Sie haben doch hauptsächlich Menschen, die Sie direkt informieren. War da die Polizei noch nötig? Nein, wir haben schon. Bei XY ist es ja ohne Polizei gar nicht machbar. Wir sind ja keine Privatpolizei, sondern die Polizei macht ja das. Wir helfen der Polizei nur. Wir bieten an die Publikationsmöglichkeiten, die das Fernsehen hat, in einer Kooperation. Aber ich muss sagen, das war eigentlich mit das tollste Erlebnis, was ich in diesen 30 Jahren oder 35 Jahren, die ich das mache. Ich habe ja mit Vorsicht Walle schon vorher da angefangen. Dass ich diese Kooperation hat so toll funktioniert. Ich habe in diesen 30 Jahren, das kann ich an einer Hand abzählen, 3-4 Fälle gehabt, wo man sich menschlich enttäuscht gefühlt hat. Und sonst nichts. Und das ist wirklich, hat so gut, man kann sich aufeinander verlassen. Ich mache es ja immer noch. Ich meine, ich berate ja dieses XY nach wie vor. Und spiele hinter den Kulissen ein bisschen den guten die Geist. Tochter. Ja? Das ist also... Aber das ist wirklich eine Sie haben eine gute Erfahrungen gemacht. Muss man, vielleicht haben wir natürlich auch Glück gehabt. Ich wollte gerade mal Herrn Bielefeld fragen. Die war nicht verwöhnt, die Polizei. Denn der Umgang zwischen Polizei und Presse und Medien und so ist ja ein bisschen gestört. Problematisch, würde man sagen. Und mit uns, wir haben echt kooperiert und dafür waren sie entsprechend dankbar. Dirk Bielefeld arbeitet als Kabarettist eine Figur aus, eine Kultfigur, den Polizisten Herrn Holm.
Und recherchieren Sie da eigentlich auch vor Ort richtig und machen sich schlau über die Arbeit der Polizei? Also das ist ja mittlerweile 10 Jahre her, dass ich mit diesem Programm angefangen habe. Und am Anfang ganz besonders habe ich mich sehr viel umgetan in der Polizei und habe ja nur auch das Glück, dadurch, dass das einigermaßen bekannt geworden ist, das Ganze, ist die Polizei mir auch sehr wohlgesonnen und geht das auch Gott sei Dank alles. Da gibt es ja am Anfang dann auch viele Vorbehalte, wenn das jemand machen möchte, dann heißt es immer schnell, das geht alles nicht, das ist der Datenschutz und das darf man gar nicht und so etwas. Und wenn man dann ein bisschen, ich sag mal, beliebter ist, dann öffnen sich plötzlich Tore und das hat immer ganz gut funktioniert. Ja. Also zwei mit guter Erfahrung. Welcher Innenminister der deutschen Polizei mal eine anständige, adrette Uniform spendiert? Ja. Es hat sie mal gegeben. Also das viel größere Mankum ist eigentlich die Tatsache, dass man sie abgeschafft hat. Es hat ja mal eine blaue Uniform gegeben und jetzt ist ja die Diskussion wieder groß, dass man das einführen möchte. Schröder hatte, glaube ich, sogar schon vor seiner Wahl angekündigt, dass das in seiner Amtszeit noch geschehen werde. Das scheitert wahrscheinlich an den geltlichen Möglichkeiten. Aber das wäre natürlich sehr angenehm. Ja. Waren Sie eigentlich als junger Mann auch so wie heute, so zielstrebig und so gerade orientiert? So? Oder? Als ganz junger nicht. Also als Junge hat mir meine ganze familiäre Umwelt prophezeit, aus dir wird eh nichts. Ah, das hat sich aber dann glücklicherweise geändert. Im Prinzip bin ich als fauler Mensch geboren. Hat sich ausgewirkt entsprechend in meinen jungen Jahren. Aber dann so mit 17, 18... Sind Sie fleißig geworden? Ja, urplötzlich. Und bis heute ist das. Ich will Ihnen sagen, das hat ein Gespräch, ein Pädagoge hat sich mir vorgeknöpft. Oder ja, hat sich mir oder mir... Nicht in dem Fall, aber Schnurz. Das ist egal. Ja, wir haben alle verstanden, was Sie meinen. Halt, ja, sich mir vorgeknöpft und hat mir klargemacht und hat gesagt, Junge, wenn du so weitermachst, dann wirst du wirklich nichts. Ja. Und so weiter. Oder und aber es ist ja was aus Ihnen geworden. Der hat einen solchen Eindruck auf mich gemacht, dass ich seitdem wirklich gearbeitet habe. Ganz toll. Ja. Herzlichen Dank.